Ich weiß, was ihr denkt. Weder ist die erste Staffel von Netflix Avatar draußen, noch wissen wir, ob sie gut wird. Guter Einwand. Aber der Showrunner Albert Kim meinte jetzt in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass er nicht davon abgeneigt wäre, von einem Timeskip zwischen der ersten und zweiten Staffel, was definitiv ein großer Unterschied zum Cartoon wäre, da sich die Abenteuer des Originals ja innerhalb von ca. 9 Monaten abspielten. Dazu kommt die Analyse neuer und weiterer 4 Promobilder der Feuernation und ansonsten würde ich sagen, dass ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen würde, wenn euch das Video gefällt und ihr mir zu den 100.000 helfen wollt. Aber fangen wir endlich an. Wir beginnen direkt mit dem Interview und vorneweg wurde bisher nichts von einer zweiten Staffel bestätigt, was der Showrunner auch nochmal betont. Der Grund ist einfach der, dass sowohl er als auch das Team den Kopf immer noch voll haben mit der ersten Staffel, obwohl die Dreharbeiten bereits seit Mitte 2022 abgeschlossen sind. Für die, die mich aktiv verfolgen, müsste das Ganze auch nachvollziehbar klingen, wenn man bedenkt, dass sie ununterbrochen News droppen. Neue Promobilder, Trailer und jetzt auch noch deren Website mit Quizzen, weiteren Infos und so weiter und so fort. Das Marketing und die Promophase sind also voll im Gange, was für eine zweite Staffel ebenfalls nicht unwahrscheinlich klingt, sollte die erste bei uns Zuschauern gut ankommen und kein weiteres Desaster werden. Auch wenn ich Cowboy Bebop persönlich richtig gut fand und bis heute nicht verstehe, wo der Shitstorm herkam. Der Sosinsche Komet. Es hat wehgetan! Was ist? Das war doch wahnsinnig lustig. Albert fährt damit fort, dass zwar noch viel zu tun ist, der Wettlauf gegen die Zeit jedoch sein größtes Problem darstellt. Er möchte zwar nicht an morgen denken, aber tatsächlich ist das das Einzige, was ihn beschäftigt. Denn laut ihm gibt es bestimmte Faktoren, die Kim dazu zwangen, weitere Staffeln in Bezug auf so ein episches Fantasy-Drama in dieser Größenordnung zu produzieren. Nämlich erstens das Altern seiner 4 Hauptdarsteller und zweitens die Zeit, eine einzige Staffel von Avatar zu produzieren und dann auch noch zu filmen. Wie bereits erwähnt, wurden die Dreharbeiten zur ersten Staffel im Sommer 2022 beendet und seitdem ist die Crew mit der Post-Production beschäftigt. Gordon Cormier, der Aang spielt, bewarb sich für die Rolle im Alter von 11 Jahren und ist jetzt 14, während Kia Ventio, die die Wasserbändigerin Katara spielt, ihre Avatar-Reise mit 14 begann und jetzt 17 Jahre alt ist. Albert fährt damit fort, dass das Tempo des Originals nicht eingehalten werden konnte, weshalb die erste Staffel besonders so gestaltet wurde, einen Timeskip mit einzubauen und so zwischen dem Ende der ersten Staffel und dem Start der zweiten Staffel die Möglichkeit offen zu lassen, etwas Zeit vergehen zu lassen. Besonders im Fokus dieser Änderung steht Sosins Komet, den er sowie das Team auch als tickende Zeitbombe ansieht. Wir haben diese spezielle tickende Uhr vorerst aus unserer Show entfernt, weil wir nicht genau wissen konnten, wie alt unsere Schauspieler in den folgenden Staffeln sein würden. In Staffel 1 jedoch wurde berücksichtigt, die Pubertät, das Jugendalter und das Vergehen der Zeit mit einzubeziehen. Eben all die lustigen Dinge, die echten Menschen passieren, animierten Charakteren allerdings nicht wirklich, meinte Albert. Ja, es gibt auf jeden Fall einige Änderungen, die wenigen gefallen, wie das Weglassen einiger Episoden und deren Charaktere, wo ich euch allerdings zu diesem Video hier weiterleite. Diese Änderung jedoch war eigentlich unvermeidbar und klingt natürlich auch nur nachvollziehbar. In einem Zeitraum von nur 9 Monaten eine komplette Serie mit 3 Staffeln zu produzieren, ist unmöglich, wodurch Zeitangaben wie Sosins Komet wird am Ende dieses Sommers zurückkehren natürlich auch absolut unlogisch klingen und bewusst weggelassen wurden. Auch wenn man ehrlich zu sich selbst ist, bietet das die Möglichkeit, einen tieferen Erzählstrang zu wählen mit dem steigenden Alter der Protagonisten und auch würde es mehr passen, einen, was weiß ich, 17-jährigen Aang den Feuerlord besiegen zu lassen, als einen 12-jährigen Jungen, der in nur 9 Monaten alle Elemente meistern musste und enorm unter Druck stand. Ja, nachdem ihr mir jetzt also in die Kommentare geschrieben habt, was ihr davon haltet, machen wir noch kurz mit der Analyse der 4 Bilder hier weiter und beginnen mit der Prinzessin der Feuernation. Ich habe eure Kommentare auf jeden Fall gesehen und war auch für 2 Sekunden der Meinung, dass ihr Feuer eigentlich blau sein sollte. Klar, in der Serie wurde es uns auch nie anders gezeigt, außer in ihrem Flashback und auch wurde ihr Feuer orange, sobald es auf festem Material anfing zu brennen.
Da ich hier nicht mal weiß, um welche Kulisse es sich hier handelt, beziehungsweise nicht der Thronsaal ist, wo er vorher die Farbe beibehielt und das Tor von Avatar Rokus Tempel ein bisschen anders aussieht, belasse ich es einfach mal dabei und bin echt gespannt, was sie für die Serie geplant haben, wenn sie schon die Augenfarben von den Actern lassen und nicht nach den einzelnen Nationen färben. Auf jeden Fall passt ihr Gesichtsausdruck, ihre Frisur, der Kopfschmuck, die Pose, die aussieht, als würde sie gleich einen Blitz entfachen, und auch ihre Klamotten wirken authentisch, so wie dem Original nachempfunden. Machen wir mit Iroh weiter, dessen Outfit im Cartoon zwar eher nach einer Rüstung aussieht, hier jedoch ebenfalls extrem gut und passend wirkt. Paul Sun-Yung Lee ist der perfekte Iroh, was wir auch in den wenigen Szenen von ihm sehen konnten, und auch optisch würde mir nichts einfallen, was man ändern könnte. Die Frisur, die Farben seiner Robe, der Hintergrund, wo es sich vermutlich um Sukos Schiff handelt, und natürlich die Requisiten. Auch Daniel Day-Kim als Feuerlord Ozai ist einer meiner Favoriten. Nicht nur die wenigen Szenen aus dem Trailer sprechen dafür, sondern auch das neue Promobild. Er steht in einer ähnlichen Position wie Zuko da, mit dem Unterschied, dass seine Hände nicht halb geballt sind, sondern es eher mit Leichtigkeit schafft, die Flammen darüber entstehen zu lassen. Wie auch bei den Charakteren davor ist sein Outfit, der Schmuck und auch kleinere Details wie der Drache auf seinem Gürtel-Dings einfach nur passend und wirkt halt wie eine Figur, die aus Brian und Mikes Feder stammen könnte. Ah, und schaut euch mal den Hintergrund bzw. den Thronsaal im Vergleich zum Original an. Sieht natürlich auch wieder einfach nur gut aus. Joa, schau. Lass mich los! Verschwinde endlich! Ich find's auf jeden Fall krass, wie er jedes Mal mit einer Überzahl an Soldaten gezeigt wird, als ob er selbst nichts drauf hätte. Ahoi, ich bin der tolle Admiral Zhao. Also klar, in der Serie war er eigentlich nichts anderes als ein Ozai Junior, was seine Ansichten und etwas weniger durchdachten Vorangehensweisen anging, weswegen ich echt mal gespannt bin, was die Live-Action aus ihm machen wird. Optisch zumindest würde ich sagen, passt das Gröbste. Das Feuersymbol auf seinen Gürtel passt und auch seine Frisur strahlt folgendes aus. Und Zhao, der den Mond verdunkelt hat. Aber wo ist der Bart? Auf die Soldaten bin ich ja schon während meiner Trailer-Analyse eingegangen, die ich euch auch nochmal in der Infobox verlinkt habe. Aber alles in allem auf jeden Fall furchteinflößend, trotz den abgeänderten Farben und Helmformen, die hier mehr an Samurai erinnern, beziehungsweise an die frühesten Konzeptzeichnungen von Brike. Aber was sagt ihr? Ich bin Zhao, der Eroberer! Ich werde dich fangen! Der Sieg ist mein! Auf wen der vier meisten seid ihr persönlich am meisten gespannt? Hashtag Azula, Hashtag Iroh, Hashtag Ozai oder aber Hashtag Zhao. Lasst den Algorithmus gerne einen schönen Feuergruß von mir da und bis zum nächsten Mal.